Gestern Abend ist ein weiterer Entwickler-Livestream zu Ende gegangen, in dem einige der kommenden Pferderanch-Features wie die Weltenkarte, Erstelle einen Sim-Modus, der Baumodus, das allgemeine Pferde-Gameplay und das kommende Gratis-Update geteilt wurden. Den Stream möchte ich in diesem Video für euch zusammenfassen. Wie ihr mittlerweile alle wisst, wird am 20. Juli die neue Pferderanch-Erweiterung für The Sims 4 erscheinen. Hierzu haben die Entwickler im neuesten Stream schon mal gezeigt, welche Features hier enthalten sein werden und auf was für Inhalte wir uns freuen. Oder zumindest, welche wir erwarten können. Beginnen wir mal mit dem Ersteller einen Sim-Modus, in dem es wieder eine breite Auswahl an neuen Klamotten für die verschiedenen Altersstufen gibt. Leider wurden hier im Detail nur ein paar verschiedene Sachen gezeigt, die ihr auch hier im Hintergrund sehen könnt. Die Klamotten sind natürlich wieder im allgemeinen Western-Style gehalten, aber auch ein paar Sachen im englischen Reiterstil sind mit enthalten. Von den Farben sind ein paar Braun- und Blautöne mit dabei. Ein paar Objekte haben natürlich passend zum Thema einen etwas dreckigeren Look. Ein besonderes Highlight sind diese neuen Halstücher, die in der Accessoires-Kategorie auffindbar sind und sich mit allen Oberteilen im Spiel getrennt voneinander kombinieren lassen. Die Männer haben drei verschiedene neue Bärte erhalten, welche sonst mit Packs eher weniger ins Spiel kommen. Auch die Inhalte der Kinder, Kleinkinder und Säuglinge wurden gezeigt, die leider mehr als nur mau ausfallen. Für Säuglinge gibt es ausschließlich diesen neuen Onesie. Das Pack bietet immerhin zwei neue Merkmale, Pferdefreund und Rancher. Auch zwei neue Bestreben stehen bereit, diese sind Meisterschaftsreiter und Profi-Nektarhersteller. Der Umfang von diesen sind zu diesem Zeitpunkt noch ein wenig unklar, hoffentlich sind diese mehr als nur eine Art Tutorial für die neuen Inhalte. Weiter geht es mit der Pferdeerstellung. Wenn ihr hier Hunde und Katzen besitzt, findet ihr euch schnell zurecht. Der Editor funktioniert beinahe genauso wie in der schon 2017 erschienenen Erweiterung. Hier stehen etwas über 30 verschiedene Rassen bereit, die im schon bereits bekannten Editor bearbeitet werden können. Natürlich ist auch wieder der Fellanmalungsmodus mit dabei, der hier von SimGuru George außerordentlich kreativ genutzt wurde. Hier seht ihr auch nochmal die Erstellung der Fohlen, die wirklich ziemlich große Augen haben. Die Auswahl der Farben für die Mähne der Pferde ist etwas größer als bei den normalen Sims. Neben realistischen Tönen gibt es auch hier bunte Fantasiefarben. Ihr könnt im Cars recht detailliert jedes Detail des Pferdes anpassen. Im Hintergrund seht ihr ein paar Beispiele. Bevor es weitergeht, der kurze Hinweis. Die Pferderanch-Erweiterung kann für vergleichsweise günstige 34,74 € bei meinem Partner Instant Gaming vorbestellt werden. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Jetzt aber weiter zur neuen Welt Chestnut Ridge, dessen Weltenkarte so aussieht. Diese neue Welt besteht aus insgesamt drei verschiedenen Nachbarschaften, die alle zusammen 13 verschiedene Grundstücke haben. Für alle Baumodus-Freaks wurden auch noch die einzelnen Weltengrößen gezeigt. Insgesamt gibt es ein 64×64 und 50×50 Kästchen großes Grundstück. Hier im Hintergrund seht ihr nochmal ein paar mehr Szenen der drei verschiedenen Regionen von Galloping Gulch, New Appaloosa und Riders Glen. Alle Häuser aus diesem Pack wurden wieder von verschiedensten Community-Mitgliedern gebaut, dessen Bauprozess man bestimmt demnächst auch wieder auf den einzelnen YouTube-Kanälen sehen kann. Es gibt wohl auch einen Klamottenladen, in dem man Outfits planen und anziehen kann. Freut euch aber hier nicht zu früh, das erwähnte Grundstück ist auf der Weltenkarte als Park markiert, das heißt also höchstwahrscheinlich, dass hier wenig echtes neues Gameplay dahinter hängen wird. Kommen wir jetzt zum neuen Gameplay der Erweiterung, von dem man in diesem Livestream leider recht wenig Neues, was wir bisher noch nicht kannten, gesehen haben. Wenn eure Reitfähigkeit es zulässt, könnt ihr mit einem Klick auf den Boden die Geschwindigkeit bestimmen, mit der ihr zum Zielort reiten wollt. Ein kleines neues Feature ist das Präriegras, welches jetzt überall auf den Grundstücken in der Welt wächst. Dieses könnt ihr ernten, um es an eure Pferde zu verfüttern oder euer Pferd hier grasen zu lassen. Es gibt auch eine neue Grundstücksherausforderung, mit der das Gras automatisch auf eurem Grundstück wächst und ihr euch darum kümmern müsst. Ansonsten war das neue Gameplay im Großen und Ganzen schon ziemlich bekannt, weshalb ich euch einfach ein paar neue Einblicke und Gameplay-Szenen zeigen möchte. Natürlich gehört zu den Pferden auch das Ausmisten des Stalls. Ihr könnt die Futterstelle mit Heu füllen, die Pferdeäpfel können als Dünger verwendet werden und haben jeweils einen unterschiedlichen Wert. Und auch sonst gibt es hier natürlich einiges niedliches Gameplay mit den neuen Pferden. Wenn ihr Landhausleben besitzt, erhaltet ihr von den Schäfchen und Ziegen Milch und Wolle, welches ihr dann weiterverarbeiten könnt. Die Schafe und Ziegen fressen Unkraut und Käfer. Es klingt ein bisschen danach, als könnten die kleinen Tiere auch bei der Gartenarbeit helfen.
Zur Nektarherstellung wurde ebenfalls ein interessanter Fakt geteilt. Die Kreaturen aus den anderen Gameplay- und Erweiterungspacks können eigenen besonderen Nektar herstellen, der diesen dann wahrscheinlich besondere Fähigkeiten verleiht. Auch aus Müll lässt sich Nektar herstellen. Mit diesem Gameplay-Objekt geht auch eine neue Fähigkeit mit einher. Wenn ihr den Wein in den neuen Nektarschränken lagert, steigt der Wert mit der Zeit. Und ihr erhaltet beim Verkaufen mehr Simoleons. Kommen wir jetzt zu den Features, welche nach einem neuen Update von allen Spielern gratis verwendet werden können. Mit dem Gratis-Update, welches wohl schon am Dienstag erscheint, erhalten wir insgesamt 3 neue Gratis-Frisuren, die aber leider nicht explizit gezeigt wurden. Ebenfalls wird es das neue 3-Schwestern-Chili geben, welches von euren Sims zubereitet werden kann. Das wohl größte Feature ist aber die Möglichkeit, jetzt endlich die Decken frei anpassen zu können. Hierzu steht in der Boden-Fliesen-Kategorie ein neuer Modus bereit, mit dem ihr in den oberen Stock wechselt und dann die Decke des darunterliegenden Stocks anpassen könnt. Hier seht ihr auch die Lampen, die unten angebracht wurden. In diesem Atemzug haben die Entwickler wohl einige Bodenfliesen mit neuen Farbalternativen erweitert. Eine wichtige Ergänzung meiner Meinung nach. Jetzt ist es ebenfalls möglich, auch im Baumodus die freie Kamera zu verwenden, was leider vorher auch noch nicht möglich war. Damit wären wir auch am Ende dieser Livestream-Zusammenfassung angekommen. Leider scheint es wirklich so zu sein, als hätten wir schon im Gameplay-Trailer alle Features dieser Erweiterung gesehen. Natürlich wurden auch noch ein paar weitere Kleinigkeiten wie die neuen gesellschaftlichen Ereignisse und frei behängbare Schilder gezeigt. Den vollen Stream könnt ihr euch deshalb in der Beschreibung ansehen. Was denkt ihr zu dieser Erweiterung? Freut ihr euch auf die kommenden Inhalte oder seid ihr immer noch eher skeptisch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.